Tesla ist unserer persönlichen Meinung nach her unterbewertet. Wir glauben, Tesla startet gerade erst. Vor wenigen Wochen ist 10x DNA Capital Partners mit Frank Thelen an den Start gegangen. Dort auch mit dem Fonds 10x DNA Disruptive Technologies. Ein Fonds, der vor allem in Disruption, in Technologie, in Digitalisierung investiert. Ich begrüße Frank Thelen, einer der Gründer und auch verantwortlich oder mitverantwortlich für die Strategie. Hallo Frank. Hallo. Du bist als Startup-Investor bekannt. Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie viel Höhle der Löwen steckt in deiner Strategie, steckt in deinem Fonds? Null. Die Höhle der Löwen war eine reine Consumer-Show. Wir haben ja da großartige Unternehmen wie Ankerkraut, Y-Food und Little Lunch gemacht. Aber deswegen bin ich auch aus der Höhle der Löwen ausgetreten, obwohl ich das Format sehr gut finde, auch dem Team ganz freundschaftlich noch zur Seite stehe. Aber es ist eben keine Technologie, es sind eben keine Speicher, keine revolutionären Software-Systeme, die dort in der Höhle der Löwen präsentiert werden können. Deswegen steckt keine Höhle der Löwen drin, sondern Freigeist. Das ist unser Venture Capital Fonds. Dort fokussieren wir uns auf tiefgreifende Technologien aus Europa. Der Fonds investiert natürlich global und das steckt in dem Fonds. Jetzt gibt es insgesamt viele Themenfonds in der Asset-Management-Branche, die Digitalisierung abdecken, die Robotics, KI abdecken. Wie willst du dich eben von diesen bestehenden Fonds unterscheiden? Ich glaube, unser Hintergrund, dass wir seit vielen Jahren ernsthaft solche Unternehmen mit aufbauen, also zum Beispiel Lilium Aviation war mir der erste Investor im Team von München, die bauen ein elektrisches Flugzeug, was vertikal startet und landet, da glaube ich weltweit führend sind. Wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall mit Endurosat, mit Kraftblock, wirklich einen sehr wichtigen Speicherbaustein für die Energiewende und so weiter. Und dort sind wir mit unserem Venture Capital, mit dem Aufbau. Wir wissen also, wie muss so ein Gründungsteam ticken, damit es zum Erfolg kommen kann. Wie muss ein Unternehmen intern aufgebaut sein, damit es exponentiell sich entwickeln kann und so weiter. Das ist das, was wir einbringen und ich glaube, was zumindest nach meinem Wissen unique ist. Wer einen ähnlichen Ansatz hat, ist Jan Beckers mit Bit Capital. Wir haben auch diese gemeinsame Startup-Vergangenheit, aber er kommt, sage ich, noch mehr fokussiert auf den Fintech-Bereich. Wir sind im Deep-Tech-Bereich auch unterwegs, weil wir hier genau Physiker, Chemiker, Biologen und so weiter ein Team haben. Aktuell ist mit rund 14% Tesla die größte Position im Portfolio. Ist Tesla nicht völlig überbewertet aktuell? Nein, dazu haben wir uns ja auch sehr umfangreich vor der letzten Rallye, wenn man so sagen will, geäußert. Tesla ist unserer persönlichen Meinung nach her unterbewertet. Das hier ist natürlich keine Anlageempfehlung. Und das haben wir auf 10xDNA.com auch öffentlich gemacht und man kann sich da ein sehr umfangreiches Papier runterladen. Da begründen wir das alles, da kalkulieren wir das alles. Wir glauben, Tesla startet gerade erst, der Energiebereich wird noch sehr groß werden, ganz viele andere Dinge kommen da und bis jetzt ist es ja natürlich schon nicht als reiner Autobauer bewertet, aber diese technologische, muss man leider fast sagen, Dominanz, die ist auf keinen Fall in der Aktie wiedergespiegelt. Das ist zumindest unser Eindruck. Jetzt ist mit jeweils 4% Bitcoin und auch Ethereum im Portfolio drin, mit 8% die Krypto-Plattform Coinbase, also doch eine gute zweistellige Anzahl oder Prozentanzahl Gewichtung an Kryptowerten. Viele sind in der traditionellen Finanzindustrie eher skeptisch gegenüber Kryptowerten, vor allem wenn es im eigenen Portfolio ist. Wieso bist du da offenbar nicht so skeptisch und siehst eher die Chancen? Weil wir das verstehen, glaube ich. Also auf der einen Seite Bitcoin als Store of Value, das wäre jetzt eine lange eigene Geschichte, aber das haben wir uns, befasse ich mich seit vielen Jahren, sowohl von den institutionellen Anlegern her, wie werden große Unternehmen das auch mit auf ihr Balance Sheet gegenüber Euro und Dollar legen, wie überlegen ist das Netzwerk und so weiter. Und bei Ethereum, das ist ja dann die Währung Ether, ist es einfach so, dass wir glauben, dass in Zukunft alle Bonds, alle Equities, natürlich auch NFTs und so weiter auf der Blockchain stattfinden werden. Aktuell ist dort Ethereum die Plattform der Wahl. Da mag es ein Cardano, eine andere Lösung noch irgendwann kommen, aber aktuell ist das einfach führend. Wir haben durch ein Update in der Plattform, das bald ansteht, eher
zu wenig Ether, was gut ist, weil wenn man sie dann hat, dann steigt der Preis. Genau, bei Coinbase genau das Gleiche. Verstehen das Unternehmen sehr, sehr gut. Auch hier haben wir umfangreiche Dokumentation auf 10xdna.com, weil wir immer unser Research oder oftmals auch offenlegen wollen. Deswegen, wir fühlen uns sehr gut mit der Position und muss man natürlich auch fairerweise sagen, klar, so kurz ist es auch immer ein bisschen Glück. Aber in den letzten Wochen war das natürlich auch keine schlechte Entscheidung von uns. Sagt Frank Thelen von 10xDNA Capital Partners. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank an dich.